Ich wollte eigentlich eher immer normalen und ich glaube, ich mache das auch noch. Also die ganzen, fast alle Arbeiten, die ich mache, also wirklich so 99,9%, kommen aus der Malerei. Ich sage ja auch, weil das ist alles gemalt, auch wenn es für manche jetzt sehr grafisch oder wie Druck, aber das ist genau dieser Prozess. Also es ist schon auch Zeichnen und Malen, aber das ist eben Malerei. Und es kommt aus der Malerei, was ich mache. Und wir orientieren uns ja immer quasi dreidimensional. Trotzdem findet ganz vieles an der Oberfläche statt, wie eben in der Malerei. Also man weiß ja, dass es quasi in der Fläche passiert und wir suchen dann halt die Orientierung. Und das ist ja das, was mich interessiert, auch als Prozess, quasi dieser Orientierungsprozess. Also die ganzen Studien und Vorstudien zu den Arbeiten sind ja in Papier entstanden. Und das habe ich ja dann wirklich zerknüllt, aber ist so klassisch, dass man halt eine Idee wegwirft. Und also ich arbeite manchmal eben auch mit Collagen, um Ideen zu entwickeln. Und das habe ich weggeworfen. Und in der Reflexion war das dann so, dass das eben das Objekt war, das mich interessiert hat. Weil es ist auch der sprichwörtliche Kampf mit der Oberfläche, weil ich ja mit der Fläche hantiere. Und man, es ist eigentlich die Hand auch sichtbar. Man sieht, man kennt das ja auch vom Zerknüllen. Und das hat so eine Bedeutung. Es ist auch Auseinandersetzung. Es soll nicht nur negativ sein. Also, aber es ist die Auseinandersetzung mit der Oberfläche. Mir gefällt die Referenz zum Papier, weil das ist ja immer noch ein wichtiges Trägermaterial für Kultur. Und das andere sind diese abstrakten Zeichen, eigentlich diese Systeme, die dann halt im Gegensatz zu dieser Form stehen, aber für mich auch als Referenz interessant sind, eben das Rastersystem, die Linien. Und dann gibt es noch so ähnliche Formen, die ich da verwende, aber quasi das reguläre System, das dann in Bewegung versetzt wird. Ich habe auch eigentlich oft Sehnsucht nach Farbe, also mir gefällt es auch. Aber für diese Themen, die ich bearbeite, ich habe mir heute, ich stelle es mir immer wieder die Frage und auch bei so gestalterischen Prozessen, dann es ist so, für meine Aussage brauche ich das meistens nicht. Und es hilft ja immer, wenn man das weglässt, was quasi nicht Teil der Idee ist, Teil der Sache, die ich bearbeite. Mich interessieren ja die Verhältnisse und ich bin ja auch erstaunt oder begeistert, dass eben so jedes kleine Detail ändert das Ganze und was das quasi möglich macht, wenn man darüber nachdenkt oder damit arbeitet. Also diese ganzen komplexen Beziehungen, die eben mich sehr faszinieren, die brauchen die Farbe nicht so. Und es ist eben etwas, was sich mit Struktur und mit Aufmerksamkeitspunkten wahrscheinlich auseinandersetzt. Der Kontext von der, ich glaube ja auch von dem Interesse oder von der Sammlung hat einen Schwerpunkt mit Malerei. Und deswegen, das ist für mich irgendwie, war das ein schöner Aspekt, weil man ja meine Bilder oft nicht so kennt oder oft sieht. Also man kennt sie vielleicht, aber bekannter sind ja quasi die Installationen dann geworden. Deswegen, für mich war das einfach jetzt mal ein Aspekt, dass ich dann die Bilder hier gut zeigen kann.